Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Wir wissen einfach nicht, was uns hier unten erwartet. Wir sind diese schöne Leiter runter gepurzelt, muss man sagen, denn sie ist leider auseinandergebrochen. Richtig viel Munition haben wir nicht, wie immer. Also, aber jemand redet mit uns. Steht jemand? Wer mag das sein? Hinlaufen kann ich nicht. Okay. Hä? Jetzt wird ein bisschen wehr, das Ganze, oder? Du hast deiner Frau nicht geglaubt. Du wolltest es nicht sehen. Es ist alles deine Schuld. Du bist ein Versager. Was? Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Wirkung ihrer Qual. Ich kann sie zum Schloss führen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Unser Haus. Laufen wir drauf zu. Tochter. Ist das Lily? Lily? Ja, sie ist doch verbrannt. Oh, was ist da denn? Wer ist er denn? Das ist ein bisschen wehr, das Ganze, oder? Okay, das ist nicht mehr so wehr. Oh, fuck. Okay. Wie soll ich die denn alle... Was ist denn da los? Ich kann gar nichts machen. Okay, das müssen wir mal schon anders angehen, glaube ich. Na! Ah. Oh, fuck. Okay. Tut mir weh, das merke ich. Oh, ich hab doch... Ey, ist ganz ehrlich, ich hab noch gedrückt. Und dann klappt das nicht. Bisschen gemein. Okay. Müssen wir gleich nochmal... Testen wir gleich nochmal... Das ist crazy. Ah ja, danke. Mal kurz die Schrotflinte. Okay, einer muss... Oh, einer muss dran glauben gerade. Was ist euch? Ich brauche einmal kurz erste Hilfe hier. Warte mal. Können wir nicht? Kann ich da irgendwas gegen machen gegen die?
Jetzt dann. In die Auto treten? Nee. Aber der. Okay. Okay. Okay, das war die falsche Waffe. Oh. Das war auch daneben. Da liegt die ja Gott sei Dank die Waffe. Kann ich da nicht durchrennen oder kriege ich das ab? Okay, warte mal. Komm her, du Waffe. Da. Nochmal. Ich hoffe, es reicht. Und du? Okay. Okay, also keine Ahnung, was hier gerade vor sich gegangen ist. Munition, so haben wir ja gefunden, Gott sei Dank. Aber trotzdem. Guck noch ein bisschen rum, ob ich irgendwas finde hier. Da zum Beispiel. Nächste Hilfeset. Da geht's weiter. Aber schon ein bisschen schräg, das Ganze, oder? Jetzt noch mal erste Hilfe. Machen wir uns ganz voll hier. Runter. Ja. Ach, guck mal. Das ist eigentlich ganz nett. Was ist die Frage, ob man. Da hinten liegen ja auch irgendwie eine Pflanze, ne? Okay, lass uns erstmal den Spiegel benutzen. Dass wir irgendwo mal kurz irgendwo hinkommen. Wir haben auch einen Schlüssel noch, vielleicht kriegen wir ein bisschen Munition. Kann man hier hinlaufen? Nicht super viel Gel, was wir haben, aber wir haben ja Schlüssel für die Särge da, beziehungsweise für die. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? So, den nehmen wir erstmal mit. Ah, voll, okay. Wir bauen den daneben auf. Ein paar Elektrobolzen, auch nicht schlecht. So, ob wir jetzt irgendwas hier machen können, weiß ich gar nicht. Wir testen mal. Machen wir das auch mal. So. Leute wegzutreten, hat auch was irgendwie, oder? Unsere Waffen verstärken. Ich finde da leider keine Superteile. Uns fehlen so ein bisschen diese speziellen Teile. Die finden wir irgendwie nicht. Nervt so ein bisschen. Aber wir können ein bisschen Munition herstellen. Wer hat sich aber gesammelt? Also, Schrot definitiv. Machen wir mal 4 Schuss. Oh, dann müssen wir drüben gucken. Das war hier auch ein bisschen. Harpunenbolzen haben wir. Aber die Schockbolzen sind ganz cool eigentlich, wenn wir da noch ein paar einfach mehr von haben. Ich mach alles weg hier, was es gibt. Guck mal hier, das können wir sogar auch machen. Wie cool ist das denn? Können wir auch noch einen von haben. Oh, warte, wir haben Waffen verbessern, wollte ich auch noch gucken. Ich glaube, ich habe aber zu wenig Waffenteile. Oh, hier können wir vielleicht was machen. Pass mal auf. Nee. Reichweite haben wir schon. Die Explosivbolzen könnten ein bisschen stärker sein, das stimmt. Perfekt. So. Mehr brauchen wir nicht.
Gut. Dann speichern wir und dann geht's wieder zurück, würde ich sagen. Okay. Und wo war der Spiegel jetzt hier, ne? Wieder zurück. Und dann können wir da reingehen, ne? Halt. Und für den haben wir keine. Aha. Ich gehe jetzt mal alles durch hier erstmal. Ob vielleicht Gegner kommen oder nicht. Dann ist das so. Ein bisschen Angst habe ich schon, aber ich kann auch da hoch, sehe ich gerade. Ist irgendwas da oben noch? Hier liegen matschige Menschen oder sowas. Gehe ich mal die Leiter hoch? Wenn ich hier hochgehen darf. Was darf ich? Okay, hier müssen wir irgendein Rätsel. Gehen wir gucken. Testen wir mal das Rot. Achso, warte mal. Gehen wir zurück. Müssen wir das Symbol danach bauen, was da oben ist? Dreh mal. Kurz gucken. Sieht nämlich falsch aus, aber die Öffnungen sind richtig. Gut, machen wir hier drüben auch nochmal. Das ist das, okay. Dann drehen die sich beide, okay. Versuch mal was. Okay, das Ding in der Mitte. Dann dreht er sich mit denen. Mal kurz mal hochgucken. Oh, warte mal. Ja, andere Richtung. Oh. Oder vielleicht doch so. Das weiß ich nicht. Wir lassen es mal so. Und jetzt müsste ja eigentlich der obere, das ist der hier hinten, ne? Den müssen wir so gerade hindrehen, oder nicht? Okay. Oh ja, Blut. Wir lieben Blut. Damit öffnen wir die Tür. Wahrscheinlich. Und Horden von Monster kommen. Hoffe ich nicht. Tatsächlich. Abgefahrenes. Entschuldigung. Abgefahrener Türmechanismus, oder? Naja. Sagen kann, auch wie so ein Marine bestimmt da runterrutschen, oder? Eieiei. Ich glaube, da ist eine fette Erkältung am Marsch. Okay. Zwischensequenzen sind niemals gut. Sebastian Castellanos. Endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer ist denn das? Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen.
mein Freund. Mein Freund? Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex. Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben sie das. So gehen sie mit jeder Herausforderung in ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Mhm. Und sehen Sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen. Nehmen Sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste noch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen. Aber Sie sind noch nicht bereit. Boom. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann sie von ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Oh nein. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Oh oh. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren Sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Shining lässt grüßen. Wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Kümmere dich um die Seite. Schießt, die alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentriere dich aufs Überleben. Toll, mein Munition ist gleich alle. Viel zu viele Male. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Scheiße! Das nimmt ja überhaupt kein Ende! Alter! Danke, du aber auch. Wir lassen nicht nach! Und wir die auch Hinterseite. Nicht. Ich höre noch mehr von denen. Kriegt ihr mich nicht klein.
Geht so. Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Scheiße. Vorsicht! Was ist das für Dinger? Egal, töte sie einfach. Sie killt die ganz gut. Warum soll ich denn Munition verbrauchen, wenn du sie alle killst? Los. Wer bist denn du? Wir müssen weiter. Hier lang. Aber wer ist sie denn? Sie ist ziemlich hart im Nehmen, die Gute, oder? Warte, warte, lass mich doch die Sachen einsammeln hier. Nimm alles mit, was ich hier finde. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Hä? Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Kann ich was rausnehmen? Hier. Mal gucken, was hier liegt, ob man irgendwas mitnehmen kann. Aber ich glaube, wir haben alles abgegrast hier, oder? Ja. Da liegt ja noch was. So, ein paar Waffenteile. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir, ja, wenigstens mal vorher, du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also... Moment, warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen und Mobius für immer auszuschalten. Hä? Warte kurz. Was ist? Wo ist sie hin? Shit, ich hab sie verloren. Mädel, warte doch mal ein bisschen auf mich. Ich kann doch hier immer viele Sachen noch einsammeln. Du brauchst sie vielleicht nicht, aber ich. Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Klar gibt's den. Vorbei an Zombiehorn. Euer Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben. Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich heb. Na los! Oh, geht's? Lass mich helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Starke Olle. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten. Aus welcher Munition eingesammelt? Ne. Okay. Schalten. Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Ja. Kannst du ihn da hochbringen? Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar, natürlich. Sie braucht Anlauf? Alter.
Alles gut, ich hab dich. Ja, ja, alles okay. Und wie komme ich jetzt hoch? Hey, willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Oh, er ist mal ein Jumper. Parcours gelernt. Oder Boulder ist er. Ist Teil des Plans. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Ja, was ist schon ist es wohl nicht. Was war das? Oh nein. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme. Da. Oh. Ja, gehen wir da mal hin. So schlimm wird es schon nicht sein. Oh. Was ist er denn? Coole Waffe. Zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay. Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Erreich den Eingang zu Torres Unterschlupf. Und auf uns zu gerade? Oder geht auch woanders hin? Okay, töten kann man sie auf jeden Fall auf die alte Art. Was auch ziemlich cool ist. Müssen wir mal kurz da rüber. Da liegt irgendwas und blinkt irgendwas. Wahrscheinlich nur eine Flasche. Aber auch die Flaschen können uns retten, haben wir ja mitgekriegt. Voll. Hä? Kann ich nicht nehmen? Mach jetzt. Hier sind noch zwei. Und er ist, da, ist das der Anführer da? Ne, ist ein anderer, der schleppt irgendwelche Leichen. Shit. Natürlich vier Schuss verbraucht auf ihn. Was
es ihm schon ärgerlich ist. Dann können wir ihn da hinten ja vielleicht killen, ohne dass er auf uns aufmerksam wird. Probieren wir zumindest. Ich hoffe, er dreht sich jetzt nicht. Das wäre echt ärgerlich. Nee. Okay. Ging ja bis hierhin ganz gut. Okay, da unten sind ein paar mehr noch, wie man sieht. Aber da müssen wir ja gar nicht hin, oder? Könnte ich auf diesem Weg links schleichen hier? Ne, wir müssen unten längs. Scheiße. Ich habe gedacht, wir könnten einen anderen Weg gehen. Das können wir aber nicht, wie man sieht. Ärgerlich, ärgerlich. Dann liegt aber noch ein Waffenteil oder irgendwas. Naja, den einen können wir auf jeden Fall hier oben noch killen, glaube ich. Wir warten noch ganz kurz, bis gleich wieder weggeht. Da kommt nämlich ein zweiter. Oh gut, das ist sich gemacht, aber da kommt gerade ein zweiter drauf zugelaufen. Warten wir, bis er weggeht und dann gehen wir den anderen hinterher. Oh, wo denn hin? Wo denn hin? Wo denn hin? Verpiss dich. Dreh dich bitte um. Okay, warte. Aufzubrennen. Was machen die beiden da, ist die Frage, ne? Welcher von uns beiden könnte uns sehen und welcher nicht? Nein! Shit! Oh! Shit. Naja. Wir haben ja schön viel grüne Flüssigkeit. Können wir auch gut gebrauchen, das ganze Gel. Ja, die beten diese Kreuze an dann, ne? Einen Schuss haben wir noch. Hey, wo sollen wir hin? Ach so, hinten geht's weiter. Ach, wie dumm. Hätten wir gar nicht killen müssen, die Leute. Einfach hier vorbeischleichen können. Nun ja. Ich gehe alles hier längs, weil es kann immer gut sein, dass wir irgendwas finden hier, was wir gebrauchen können. Guck mal hier zum Beispiel. Eine Tasche. Yes. So viel haben wir eigentlich. Nichts von unserer Sniper-Pistole, aber immerhin haben wir unsere Tasche vergrößert, ist auch ganz nett. So, hier muss ihr Unterschlupf sein. Oder geht's mal böse runter? Ah ja, ich weiß, dass ein Unterschlupf da ist. Ich komme ja schon. So. Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Nun ja, so ist das.
bin halt eher der Ballertyp. Schleichen finde ich öde. Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal, flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Wie bitte? Ich sammle mal ein paar Sachen ein hier von dir, Mädel. Liegt hier ja alles rum. C4. Na. Oh, eine geile Waffe für mich. Also, was machen wir mit Theodore? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodore zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodore. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian, wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Es blinkt und blitzert da hinten. Kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Schauen wir uns den ganzen Kram Eis mal trinken, einen gemütlichen Kaffee, ne? Das schön voll Energie bekommen. Ah, tut das gut. So, und jetzt sehe ich, hier haben wir einfach arsch viele Sachen. Das. Noch mehr? Was? Nur so wenig? Was ist hier denn wohl drin? Bin gespannt. Ein Kältebolzen. Kältebolzen können durch Kombination von Flüssigkeit und Schießpulver hergestellt werden. Okay. Einige sind gegen tot, einige nicht, wie immer. War hier auch eine Werkzeugbank irgendwo? Sie hatte so coole Waffen da. Warum kriege ich denn keine davon? So, von da sind wir ja gekommen, ne? Ist hier drüben die Werkzeugbank oder wo ist die? Okay. Hochwertige Waffenteile. Auf die haben wir noch gewartet. So, wir gehen gleich mal zum Spiegel. Ich muss einmal gucken, wo es hier noch hingeht. Hier können wir wieder durchs Mark uns beamen, was cool ist. Aber lass uns einmal zu den... gucken, was wir hier machen können mit den Waffenteilen. So. Gucken wir unser Büro. Sie sagt ja, sie hat nützliche Sachen für uns hinterlegt im Büro. Collision. Ach, oder? Erstmal ein Dia.
Das ist über ihn hier, ne? Okay. Gut. Kannst du einfach angucken. Man hat tatsächlich nur die Informationen über ihn hier gelassen, da können wir reinschnuppern. Der Bastard hat sich selbst in den Mittelpunkt des Plans gestellt. Er wollte ihn zu seinem persönlichen Vorteil nutzen. Seine Handschrift allein deutet schon darauf hin, dass er ein Psychopath ist. Mann. Die sieht aus wie vom Zodiac-Killer. Kennt ihr den Zodiac-Killer? Das ist der, der die Tierkreiszeichen, beziehungsweise die Sternzeichen genutzt hat. Motivationscoach. Kein Wunder, dass er alle davon überzeugen konnte, auf ihrer Seite zu sein. Auf den ersten Blick schien er echt nett zu sein. Nun gut. Noch was durch da? Dann lass mal schon zum Spiegel laufen. Nicht zum Spiegel, sondern hier hin. Haben wir genug Gel? Obwohl, nee, warte mal, mit dem Gel müssen wir noch warten. Wir haben hochwertige Waffenteile. So, wollen wir gucken. Also. Ist die Frage, welche Waffe wir stärker machen, ne? Die hier müsste eigentlich stärker gemacht werden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, keinen Schaden zu bekommen, wenn du die Wahrscheinlichkeit eines Gegners triffst. Sollen wir schon mehr Power haben? Oh. Guck mal, wir können einfach nochmal hochwertige Waffenteile, das ist natürlich ziemlich cool ist. Eigentlich könnte ich auch mal das hier erhöhen. Ja, da machen wir einfach richtig Fettschaden mit. Ja. Gut. Bewahren wir auf. Ah nein, warte, mal gucken, ob noch ein bisschen, wie viel Dings ich gesammelt habe. Guck mal, haben wir schon auch nicht was gesammelt. Das hier. So. Also 7 Stück für das nicht auch ein bisschen übertrieben. Perfekt. Alles Aufrüstung, was wir haben, ne? Gut. Klingt doch schon mal ganz gut. Und dann gehen wir wieder zurück. So, und dann speichern wir hier. Und dann war es auch für heute. Das war auch eine ziemlich lange Folge, gebe ich zu. Aber es war auch gerade relativ spannend, muss ich zugeben. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.